Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück bei Satisfactory. Wir sind hier wieder immer noch fleißig am Rumbasteln. Wir mussten aber letzte Folge aufhören an dieser Stelle hier, weil wir keine Materialien mehr hatten. Aber das ist die Vergangenheit. Wir haben wieder Materialien. Und zwar gewaltig viele Materialien. Wir müssen auf jeden Fall jetzt mal hinkriegen, dass wir das hier jetzt alles ans Laufen kriegen, ans Bändchen kriegen. Dazu habe ich mir nämlich was überlegt. Das wird jetzt so machen, ne? Das sieht okay aus so. Den können wir dann nämlich hier ran schließen. Den setzen wir auch hier ran. Und setzen daran. Ne, Moment. Nicht daran. Falsche Linie. Ich habe mich gerade schon gewundert. Der muss nämlich daran. Dann sieht es da genauso aus wie hier. Und der kommt auch nicht daran. Verdammte Scheiße. Sondern daran. Dann haben wir die äußere, die mittlere und dieser hier kommt da oben ran, obwohl das auch nicht gut aussieht. Wir müssen... Aber das geht nicht. Ich habe gerade überlegt, wenn wir hier jetzt so ein Ding hinstellen, ne? Ist das aber viel zu nah dran an dem Ding, dass wir den hier hochkriegen. Das war halt klar. Das heißt, vielleicht, aber auch nur vielleicht, können wir das so verbinden und dann so machen. Ah, ist okay, ne? Also, kann man mitleben. Kann ich mitleben, voll und ganz. So, das hier muss nicht gemacht werden. Das da muss halt auch nicht gemacht werden. Das heißt, das kann raus. Das kann raus. Und der kann weg. Alles klar. Ja, wichtig sind die Teile jetzt hier zwar auch nicht mehr, aber wir lassen es einfach mal der Optik halber, ne? Dann würde ich sagen, schleusen wir das rein. Los geht's. Einmal einlagern. Dann haben wir einmal ein direktes Lager dafür. Dann führen wir das hier durch. Hier liegt zwar nichts drauf, aber wir können es ja erstmal behalten. Das führen wir da rein. Dann werden die Sachen auch gleich eingelagert. Und die Rotörchen da oben werden auch gleich eingelagert. Gib ihm. Oh, wir haben aber schon eine Menge gebaut. Uiuiui. Werden direkt eingelagert. Sehr schön. Wie viele haben wir? Oh ja, sind ja schon ein paar. Wir brauchen aber... wir brauchen... Na gut, wir brauchen zwar... Hallo! Wir brauchen nur 25. Haben wir. Nee, eigentlich brauchen wir sogar mehr, weil wir müssen ja eigentlich sogar noch was herstellen. Oder? Müssen wir gerade noch was herstellen? Weiß ich gerade gar nicht. Mir fällt gerade nicht ein, was. Aber wir haben auf jeden Fall jetzt die Sachen, um das Ding nach oben zu schicken, dass wir alternative modulare Rahmen bauen können. Oh, 64 Stück. Easy. Was ist denn hier drin, ne? Ah, oh, Schnecke. Interessant. Wir können mal kurz auslagern. Dit, 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 dit und dit. Und dit. Ja, alles klar. Dann einmal Rotor und gib ihm. Haben wir. Wie bauen wir jetzt die Dinger eigentlich? Kurz nochmal gucken. Schwere Rahmen? Nee. Hier, modulare Rahmen. Aber ich brauche eigentlich die Alternativen. Hä? Können wir die hier dran gar nicht bauen? Oh man, ich muss mal kurz an die eigentliche Werkzeugbank. Können wir die Alternativen gar nicht an den Sachen bauen? Hm.
Interessant, wir können die Sachen gar nicht an den wir können die Alternativsachen gar nicht an Werkbänken so bauen. Brauchen wir dafür speziell Maschinen? Das ist ja interessant. Hier haben wir auch keine Alternativsachen. Hä? Ach so, nee. Moment, wir brauchen ja auch einen Faktator für die Alternativsachen. Aber müssen wir die nicht auch im Inventar bauen können? Hier, alternative modulare Rahmen. Eigentlich baut man die aus Stangen und aus den Dingern. Bauen wir ein und so bauen wir drei aus Röhren und diese Dinger. Ja, ist okay. Die sind zwar auch okay, aber hier bauen wir halt gleich drei Stück von. Das heißt, wir werden auf jeden Fall safe die hier bauen. Das wird unser nächstes Ziel sein, dass wir eine Fabrik aus den Dingen, nee, aus den Dingern bauen. Wir brauchen die hier. Dazu brauchen wir die Dinger, die wir gerade eingelagert haben. Und halt Beton. Beton haben wir en masse. Wir brauchen halt nur Stahl. Stahl. Mann, ich laufe immer wieder dran vorbei, ne? Ich vergesse immer wieder, dass hier der Weg nach oben ist. Wir brauchen Stahl. Wir müssen mal überlegen, wie kriegen wir denn Stahl richtig ran? Wir kommen hier nirgendwo richtig ran, ey. Hier, Stahl. Steelbeam, Stahlbarren. Das sind die in der Mitte ganz unten. Mitte ganz unten. Okay. Mitte ganz unten. Wir müssen erstmal gucken, dass wir die Sachen hier überhaupt rauskriegen. Daran könnte es nämlich auch schon scheitern. By the way. Okay, wie kriegen wir die raus? Führen wir einfach eine lange Linie raus oder wie machen wir das? Oder führen wir die direkt hier an der Wand lang vielleicht? An der Wand hier lang führen und weiter nach hinten bringen? Könnten wir so machen? Ich weiß nicht. Schwierig. Da ist ja auch schon Kabelwirrwarr. Aber das ist wenigstens geordnetes Wirrwarr. Wenn man hier guckt, hat man hier nämlich so eine geile Schleife, ne? So, hui, so eine fette Schleife. Ach Mensch, wie machen wir denn das? Wie lange spielen wir eigentlich schon wieder? 8 Stunden? Really? Kann gar nicht sein. Moment. Wir speichern. Wie lange speichern? Wie lange spielen wir schon? Hier, 29 Stunden. Kurz mal speichern. 32 Stunden. Okay, eigentlich 33, aber okay. Frage ist jetzt halt wirklich, wie kriegen wir die Sachen ran? Wo kriegen wir die Sachen ran? Wir brauchen einen 6er-Weg. 6er-Weg, den wir gehen können. Oder halt 3 Wege mit 2. Aber ich hätte eigentlich schon gerne einen 6er-Weg. Könnte nur technisch anspruchsvoll sein. Wir können die mit Fahrstühlen auch theoretisch runterholen, aber es bringt es halt auch nicht. Ah, wo lassen wir da Sachen denn hinkommen? Also wir brauchen erstmal noch eine weitere Fabrik. So viel steht schon mal fest. Wir müssen die Modularen bauen, wir müssen die anderen bauen. Wir haben einiges zu tun. Wir brauchen erstmal wieder 2 hiervon. Das heißt, wir bauen mal kurz ein bisschen Stuff. Hier, wir brauchen 8 Stück wieder hiervon. Die können wir ja kurz per Hand bauen. Hm.
Mann, Mann, Mann. Und dann brauchen wir modulare Rahmen. Dum, dum, dum. Haben wir. Dann brauchen wir einen. Boah, einen. Zwei Splitter im Grunde brauchen wir. Das wird aber schwierig, oder? Könnte aber echt ein bisschen schwierig werden. Wenn wir nochmal gucken, was wir dafür brauchen. Hier, wir brauchen Stahl und Beton. Beton können wir easy holen. Stahl weiß ich nicht. Auf jeden Fall brauchen wir zwei Splitter und ein Fusionator. Und wir brauchen ein Lager. Wir haben dazu alles. Alles, was wir brauchen, haben wir. Das ist gut. Wir müssen erstmal wieder Ressourcen ranholen. Wo machen wir das denn jetzt? Gehen wir noch ein Stück weiter oder bauen wir das hier neben? Oder bauen wir das oben drauf? Oben drauf können wir natürlich auch bauen, ne? Da müssen wir halt nur gucken, wie wir das denn am besten, naja, verbinden. Boah, schwierig. Wir können das auch daneben bauen. Oder obendrauf daneben. Können wir auch machen. Aber obendrauf würde sich schon anbieten, oder? Obendrauf würde sich halt echt anbieten. Wir bauen mal kurz die Wände hier fertig. Ah, dann bringt es zwar nicht, was wir hier Dings gebaut haben. Hier diesen Weg, ne? Aber, naja. Naja. Schade eigentlich. Eigentlich war das ein ganz cooles Ding hier. Weil wir können halt eine zweite Etage hier gebrauchen. Müssen wir halt machen. Ansonsten würden wir vom Platz her explodieren. Wenn wir jetzt für jede unserer Fabriken so bauen, würde das komplett eskalieren. Wo genau stehen die denn? Die stehen genau hier dran, okay. Das heißt, wir brauchen Produktionen, wir brauchen Manufaktoren, Fabrikatoren, egal. Bauen die hier. Genau. Den anderen bauen wir daneben. Sehr gut. Das heißt, wir müssen hier die Sachen langbringen. Beton können wir hier an die Seite holen. Das ist kein Problem. Wir können hier nochmal einen Gang bauen, ne? Auch ruhig ein bisschen höher. Und können hier rüber Beton ranholen. Der Beton kann auch easy hier durch. Ja, der geht easy hier durch. Vielleicht sogar später mehrere Sachen, keine Ahnung. Und den anderen Scheiß kriegen wir theoretisch hier lang. Ah, die Frage ist nur, wir müssen das im Grunde einmal splitten. Einmal müssen wir das splitten. Dass das einmal hier durchgeht. Das ist aber auch schwierig, finde ich. Oh Mann, das wird ja alles eine Katastrophe hier. Wir können hier einmal bauen. Und dann müssen wir Dings einmal ranholen. Oh, das wird aber. Das wird schwerwiegend. Aber erstmal eine essen. Auch welche essen, dass wir 450 haben. So. Wo sind die Sachen? Sind die da? Das glaube ich, das, was wir gerade brauchen. Oder? Können wir das sehen? Nee, schade. Die muss auf jeden Fall darüber. Theoretisch würde das nicht gehen so. Stellt euch mal vor. Aber das würde eigentlich super passen. Aber das
passt an sich halt nicht hier lang, wegen, ja, wegen den Dingern hier halt. Aber das ist nicht so tragisch. Das ist nicht so tragisch. Wir machen das weg und bauen einmal das hin. Und können dann hier lang gehen. Ja, so bitte nicht. Bauen einmal so. Das müsste genau die richtige Höhe sein. Genau. Dann gucken wir mal. Hier ist das, dass wir hier rankommen, genau. Ist das die Höhe? Die müsste es sein. Hier bauen wir das ran, dass wir das nehmen und da ransetzen können. Dann können wir den nehmen. Reicht nicht, ist zu weit weg. Na gut, dass wir hier einfach hochbauen können. Sehr gut, dass das einfach geht. Oh, Moment, einmal abbrechen, abbrechen, Abbruch, Abbruch, Abbruch. Wir sind zu tief, wir sind zu tief. So. Ja, Moment, das ist auch wieder schwierig, weil wir brauchen im Grunde einen Splitter. Ach Gott, ey. Das ist eigentlich auch Kacke hier. Wir brauchen einen Splitter. Ich würde die auch gerne runtersetzen, weil sonst haben wir Probleme mit den anderen rauszukommen. Mist, ey. Eins runtersetzen würde gehen. Dann würden wir mit den anderen wenigstens easy rauskommen. Die Frage ist nur, wie machen wir das mit dem Splitter? Wir setzen den jetzt hier ran. Ja, genau. Warte, ich habe eine Idee. Dann gehen wir auf Logistik, nehmen einen Splitter und setzen den genau hier ran. Genau unter das Ding halt. Mist, das geht noch nicht so. Wir müssen das genauer setzen. So. Weil dann können wir für später schon mal, wenn wir das nehmen, den vielleicht da drüber bauen. Vielleicht. Das probieren wir mal kurz aus. Wir brauchen das hier. Wir müssen die ganze Kacke hier ransetzen. Bauen wir mal kurz hoch. So hoch. Und jetzt gucken wir mal. Ah, Mist. Reicht nicht. Lass mich mal kurz was überlegen. Das machen wir weg. Und wir machen den einmal weg. Dann können wir den einmal daran setzen. Den können wir ja erstmal lassen. Und können aber trotzdem, genau, den Splitter setzen. Obwohl das passtechnisch nicht gehen würde. Jetzt geht es. Ja, Mensch. Wir sind Genius. Wir sind einfach Genius. Und den lassen wir dran, ne? Weil jetzt können wir hier nämlich dran weiterbauen. Ja, easy, ne? Weil so können wir nämlich nicht da abbauen. Aber so geht's jetzt wieder. Ja, Mensch. Können wir das einmal hier alles wegmachen? So. Nee, den brauchen wir noch. Wir machen einmal Bändchen. Lassen wir einmal hier rüberlaufen. So. Machen das jetzt wieder weg. So. Jo. Oh, warte mal. Das geht ein Stück hoch, wa? Ah, das geht ein ganzes Stück nach oben. Aber okay, ist alles nicht so schlimm. Wir können wir den eigentlich? Ne, wir können den nicht darunter bauen, leider. Wir können höchstens versuchen, direkt dran anzuschließen. Ne, der muss auf diese Höhe. Nur eins weiter vor, und zwar hier hin. So. So, 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 so. Weil ich versuche nämlich gerade schon
Was ist los jetzt? Mist, das geht schon wieder nicht, verdammte Kacke. Ach Gott, Mami, fertig Spiel. Ach doch, da haben wir ihn. Können wir nämlich schon direkt hier nachmachen, damit der nämlich weiter splitten tut. Das Splitten ist nämlich sehr wichtig. Das Splitten ist extrem wichtig. So, die kommen hier an. Super. Dann war es aber schon wieder für diese Folge. Und wir sehen uns die nächste Folge wieder. Tschüss.